So, liebe Zuschauer, was Lillehammer angeht, müssen wir ein bisschen improvisieren. Interviewgäste ist hier nicht, weil die Kommentatorenkabine sind ganz am anderen Ende der Schanze und so lange kann kein Mensch warten. Dann hat Xaver doch ziemlich viel Unheil angerichtet, aber in Lillehammer erstaunlicherweise ging das heute. Unterm Strich, Gerd, wenn wir ein erstes Fazit ziehen wollen, waren die Bedingungen heute besser als in Kusamu und besser als in Klingenthal. So sieht's aus und vor allen Dingen waren sie auch besser, als sie vorhergesagt waren, denn wir hatten heute eigentlich bis 9 Meter Wind pro Sekunde vorhergesagt und das hat nur am Ende des Wettkampfes ein bisschen gestört, da hat es doch ein bisschen noch zugenommen. Aber ansonsten, die Qualifikation war überragend, also ein bisschen wechselhaft ist ja klar. Aber das Mixteam springen war auch schon okay. Vor allen Dingen die Vorhersagen für morgen und übermorgen, die sind richtig gut. Ja, was bleibt am heutigen Tag in erster Linie hängen? Dass wir eine großartige japanische Mannschaft im Mixteam gesehen haben, dass die Überraschung eigentlich, naja, Einbruch ist vielleicht übertrieben, aber das Nachlassen der Österreicher im zweiten Durchgang, so würde ich es mal formulieren, die ja im ersten noch richtig gut waren. Aber für mich, steht der Auftritt von Richard Freitag im Vordergrund. Also definitiv, also was er heute abgeliefert hat, alle Achtung, ich habe keine Kappe auf, sonst würde ich sie ziehen. Also gut, zwar jetzt Kannst nur, könntest du machen? du meine haben? Ja, So? na Ja? gut, dann ziehe Na ich die gut, okay. nochmal. Und im ersten Durchgang weit ist der Qualifikation gewonnen. Das nach 10 Wochen Sprungpause. Er hat ja nur 15 Sprünge in der Ramsau gemacht, hat dann entschieden mit seinem Trainer zusammen mit dem Tino Hase natürlich in Absprache mit Werner Schuster nach Lillehammer zu fahren. Und dass die absolut richtige Entscheidung war, hat sich heute gezeigt. Egal, was morgen oder übermorgen dabei rauskommt, er ist definitiv in einer guten Form. Ja, und was kam heute im Mix Springen heraus? Wir wollen doch nochmal einen Schlenker machen. Ich meine, die Deutschen haben ja zwei bekannte Damen aufgestellt, aber zwei eigentlich noch ziemlich unbekannte Herren mit Marinus Kraus und mit Karl Geiger. Und die Herren haben ihre Sache wieder gemacht. Mit den Sprüngen der beiden wäre ein Podestplatz drin gewesen. Die Mädchen müssen noch ein bisschen nachlegen. Ja, leider erneut. Carina Vogt im zweiten Durchgang nicht so den Sprung ins Tal gebracht, wie sie sich das vorgestellt hat oder wie sie es auch kann. Auf der anderen Seite muss man oder darf man vielleicht auch einen Karl Geiger wirklich mal loben. Also einen Schanzenrekord zu springen, 107,5 Meter, also phänomenal. Und der wird jetzt auch morgen und immer wieder erwähnt werden, denn ich glaube schon, dass der eine Weile hält, der Schanzenrekord von Karl Geiger. Ja, okay. Viel mehr sollten wir heute auch nicht hinzusetzen. Sollten froh sein, dass das alles über die Bühne gegangen ist. Sollten darauf hinweisen, dass Sie morgen ab 17 Uhr exklusiv bei uns bei Eurosport dabei sind oder dabei sein können. Das werden Sie auch wahrnehmen. Und wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut. Bis morgen.